Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesordnungspunkt 36 auf. Das ist der Antrag der Fraktion Die Linke, geplante Übernahme der Rhön AG und des Universitätsklinikums Gießen und Marburg UKGM durch den Asklepios-Konzern stellt eine Gefahr für Beschäftigte und Patientenversorgung dar. Privatisierung des UKGM durch eine CDU-geführte Landesregierung unter Roland Koch war, ist und bleibt ein Fehler. Rückführung des Universitätsklinikums in öffentliches Eigentum bleibt aktuell. Corona-Pandemie belegt erneut, dass Gesundheitsversorgung nicht dem Markt und Aktiengesellschaften überlassen werden darf. Ich war immer noch beim Titel des Antrags. Der Antrag hat die Nummer 2669 aus 20 und wird zusammen aufgerufen mit dem Dringlichen Antrag von der Fraktion der SPD, Gesundheits- und Patientenversorgung am Universitätsklinikum Gießen und Marburg sicherstellen, Sorgen von Beschäftigten ernst nehmen. Das ist die Drucksache 2687 aus 20. Und die Aussprache eröffnet Herr Schalauske von der Fraktion Die Linke. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, man muss sich das einmal vorstellen. In diesen Wochen diskutiert ein ganzes Land darüber, mit Blick auf die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, wie muss unser Gesundheitswesen aufgestellt werden. Es wird diskutiert, welche Fehler sind in der Vergangenheit gemacht worden, wie können und müssen wir wieder mehr gesellschaftliche Verantwortung für unsere Krankenhäuser übernehmen. Und was machen da in dieser Situation drei alte, schwerreiche Konzernpatriarchen? Sie liefern sich eine beispiellose Übernahmeschlacht auf den Aktienmärkten, um die Hoheit über Krankenhäuser zu gewinnen. Da wird getrickst, da wird getäuscht, dass einem schwindelig wird. Man hat den Eindruck, auf dem Krankenhausmarkt geht es mittlerweile zu, wie in einem Spielcasino. Ich will ganz klar sagen, das wollen wir nicht, das darf so nicht weitergehen. Und wir finden uns nicht damit ab, dass unser von der CDU einst verkauftes Uniklinikum aufgrund der Übernahme der Rhön AG durch den Klinikkonzern Asklepios erneut zum Spielball der Finanzmärkte geworden ist. Wir wollen nicht, dass die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Mittelhessen auf den Aktienmärkten entschieden wird. Und wenn diese Vorgänge doch eines zeigen, dann das, wie sehr durch Privatisierung und Kommerzialisierung unser Gesundheitswesen für Profitstreben und für Spekulationen geöffnet worden ist. Damit muss Schluss sein. Und der traurige Höhepunkt dieser Umgestaltung, dieser neoliberalen Umgestaltung unseres Gesundheitswesens, das war die einmalige europaweit einmalige Privatisierung unseres Uniklinikums durch eine CDU-geführte Landesregierung. Es gibt aktuell in Zeiten der Corona-Pandemie viel Aufmerksamkeit für die Situation in Krankenhäusern. Und es ist schön, wenn Beifall für Pflegekräfte in der Gesellschaft viel Zustimmung findet. Es reicht aber längst nicht aus. Gerade jetzt verdienen die Kolleginnen und Kollegen unseres Uniklinikums sowie alle Beschäftigten im hessischen Krankenhaus- und Gesundheitswesens unseren Respekt, Dank und Anerkennung für ihre unermüdliche Arbeit. Und damit das nicht vergessen wird, zu einem Krankenhaus gehören alle Berufsgruppen, von der Pflege, Ärztinnen und Ärzte, technische Mitarbeiter, Serviceberufe, Küche, Reinigung, Fahrdienste und viele mehr und in einem Uniklinikum eben auch Lehrende, Forschende, Studierende. Sie alle leisten unter schwierigen Bedingungen tagtäglich Außerordentliches, und dafür haben sie unseren Dank und Anerkennung verdient. Und deswegen ist es in Ordnung, wenn für die Beschäftigten auf Balkonen geklatscht wird. Noch besser wäre es, wenn sich das in die notwendige Anerkennung in bare Münze umwandelt. Ein Pandemiezuschlag ist das Gebot der Stunde, wie ich finde. Anerkennung und Aufwertung, nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie, ist wichtig für die Pflege. Aber ich will auch den Blick auf die beim Land angestellten Ärzte werfen, denen im Moment gleiche Bedingungen wie den Ärzten in anderen Ländern, an anderen Unikliniken, von der Landesregierung verweigert werden. Das muss ein Ende haben. Auch für die Ärztinnen und Ärzte muss eine Lösung her.
Aktuell sorgen sich die Beschäftigten am UKGM aber eben nicht nur über mangelnde Anerkennung, sondern über die Übernahme der Rhön AG durch Asklepios. Die Beschäftigten sorgen sich, dass durch die Übernahme Arbeitsplätze gestrichen, Einrichtungen geschlossen und betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden. Und diese Sorgen sind nicht unbegründet. Gewerkschafter wissen, der Hamburger Klinikkonzern verweigert an etlichen Standorten Tarifverhandlungen, er setzt auf flächendeckende Ausgliederungen, um die Kosten zulasten der Geschäftsbedingungen zu sinken. Der andere Player, der da mitmischt, B. Braun aus Melsungen, der will gerne mal schnell Kasse machen und fordert, mal eben einen dreistelligen Millionenbetrag an Dividende auszuschütten. Die Zeche dürfen dann die Beschäftigten und die Patienten zahlen. Ich finde das eine Ungeheuerlichkeit, meine Damen und Herren. Und während sich die alten reichen Männer um Macht und Geld zoffen, hört man von der Landesregierung und der zuständigen Ministerin nichts, aber auch gar nichts zur drohenden Übernahme. Und es ist ja nicht so, als würde es auch ohne die Übernahme nicht schon genügend Probleme am UKGM geben. Steigende Fallzahlen, im Verhältnis dazu immer weniger Personal, Überlastung, hunderte Überlastungsanzeigen, die in der Vergangenheit kaum zum Ende verfolgt worden sind, Überstundenberge, die nicht abgearbeitet werden, Betriebsräte, die den Notstand ausrufen. Darüber haben wir ja hier vor einigen Monaten auch diskutiert. Damals haben die Grünen im Landtag den Hilferufen aus dem Klinikum sogar jede Glaubwürdigkeit abgesprochen und sie als Notstandsrhetorik verunglimpft. Ich finde, so kann das nicht weitergehen. Die Landesregierung hält immerhin noch 5% am UKGM. Sie hat sich viel zu lange einen schlanken Fuß gemacht, und das muss sich endlich ändern. Sogar eine Anhörung haben Sie verweigert zur Bilanz der Privatisierung, wie von SPD und LINKEN gemeinsam gefordert worden ist. Deswegen ich fordere Sie hier und heute auf, nehmen Sie Stellung zur Übernahme, sorgen Sie dafür, dass an unserem Klinikum betriebsbedingte Kündigungen langfristig und nicht nur bis 2021 ausgeschlossen werden, dass Outsourcing verhindert wird, dass Tarifverträge garantiert werden und weiterentwickelt werden und dass alle medizinischen Einrichtungen erhalten bleiben. Und da reicht eben auch nicht ein Verweis auf Hintergrundgespräche und dass man für Verantwortung für das Verhalten von privaten Dritten keine Verantwortung übernehmen kann. Das ist zu wenig. Da geht ja sogar der Vorstand der Rhön AG kritischer mit der Übernahme um, wie sich in der öffentlichen Stellungnahme zu lesen ist. Der geht kritischer damit um als die zuständige Ministerin. Und Sie müssen sich, Frau Wissenschaftsministerin Dorn, die Frage gefallen lassen, wann haben Sie zum letzten Mal eine Gesellschafterversammlung einberufen? Das wäre doch eine konkrete Möglichkeit, um Einfluss auch auf die Zukunft unseres Klinikums zu nehmen. Die Debatte im letzten Jahr hat aber leider gezeigt, Sie vertrauen mehr den Zahlen der Geschäftsführung, den Zahlen eines Aktienkonzerns als den Schilderungen der Belegschaft. Stolz verweist die schwarz-grüne Landesregierung auf ihre Vereinbarung zur Trennungsrechnung. Seit der Vereinbarung der Trennungsrechnung stecken wir jedes Jahr 75 Millionen € in das Klinikum, die Tendenz steigend. Vorher waren es rund 60 Millionen €. Dazu kam dann einmalig die Investitionspauschale von 13 Millionen €. Nehmen wir alle diese Zahlen zusammen, dann kommen wir ja seit 2017 auf die Summe von 240 Millionen €. Sie sagen hier immer, ein Rückkauf der wäre viel zu teuer. Gleichzeitig werfen Sie der Rhön AG immer mehr Geld hinterher. Ich finde, das passt doch nicht zusammen. Ja? Und es ist schön, dass die Landesregierung versucht hat, die Change-of-Control-Klausel zu verlängern, wie zu lesen war. Noch schöner aber wäre es gewesen, wenn Sie nicht einfach nur zugeschaut hätten, wie die Klausel ausläuft, sondern sich angestrengt und echte Rückkaufverhandlungen geführt hätten. Obwohl sich die Rhön AG 2006, wie wir alle wissen, darauf verzichtet hat, Investitionsmittel in Anspruch zu nehmen, hat sich die Landesregierung mehrfach bereit erklärt, über weitere finanzielle Mittel zu verhandeln. Wir sind der Meinung, öffentliche Mittel in Form von Investitionsmitteln dürfen dem UKGM und dessen Eigentümer, wer auch immer das ist, nur gegen konkrete Bedingungen und eine erhöhte Einflussnahme des Landes auch durch Aufstockung von Anteilen zur Verfügung gestellt werden, und nicht darunter. Kein öffentliches Geld ohne klare Zusagen. Und natürlich,
Und natürlich werden Sie in dieser Debatte einwenden, dass nicht allein die Privatisierung, sondern die Unterfinanzierung und der Mangel an Personal das Problem im Krankenhauswesen sind. Da bin ich ja durchaus bei Ihnen, wobei bei einer privatisierten Klinik ja noch immer die Dividende für die Aktionäre hinzukommt, die da erwirtschaftet werden muss. Aber wenn Sie an den Rahmenbedingungen doch etwas ändern wollen, dann setzen Sie sich für Personalmindeststandards ein, wie das Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument PPR 2.0, das Verdi mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Deutschen Pflegerat verhandelt hat. Wo ist der Einsatz der Landesregierung für dieses Instrument, um die Bedingungen für die Beschäftigten und die Patientenversorgung zu verbessern? Und sorgen Sie doch gemeinsam mit uns dafür, dass das Fallpauschalensystem mit seinem irrsinnigen Kostendruck, seinen Fehlanreizen und seinem betriebswirtschaftlichen Kalkül endlich zugunsten einer bedarfsorientierten Versorgung und Finanzierung überwunden wird. Das ist eine ganz wichtige zentrale Aufgabe. Für uns als LINKE gilt, und da sehen wir uns absolut im Einklang mit Bürgern, mit Betriebsräten, mit Gewerkschaften, mit Wissenschaftlern, mit Kommunalpolitikern aller Parteien in der Region, die Privatisierung des UKGM, die war, die ist und bleibt ein Fehler, der rückgängig gemacht werden muss. Und dafür muss die Landesregierung alle Möglichkeiten ausschöpfen, um es wieder in öffentliches Eigentum zurückzuführen. Dazu zählt die Verlängerung der Change-of-Control-Klausel, dazu zählen ein möglicher Rückkauf, aber dazu zählt für uns auch eine Rückführung in öffentliches Eigentum, eine Entprivatisierung, eine Revergesellschaftung, wie sie nach Artikel 14, 15 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 35, 3 Hessischer Verfassung durchaus möglich ist. Nehmen Sie sich ein Beispiel. Bitte zum Schluss. Letzter Satz. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Landrat Dr. Michael Koch von der CDU aus Hersfeld-Rotenburg. Der fordert wegen der Corona-Pandemie die Verstaatlichung aller Krankenhäuser. Ich finde, das ist der richtige Weg. Die Pandemie zeigt, die Gesundheitsversorgung darf nicht Markt und Wettbewerb und Aktiengesellschaften überlassen werden. Danke, Herr Schalauske. Für die FDP hat sich Herr Dr. Büger zu Wort gemeldet. Das ist mit mir geklärt, und wenn ich Sie aufrufe, Herr Dr. Büger, dann bitte. Also, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr gerne rede ich an jeder Stelle dazu. Aber was ich Ihnen sagen kann, Herr Schalauske, dieser Antrag, der ist wirklich ein trojanisches Pferd, nämlich im Bauch dieser Sache, die mit Gesundheitspolitik umschrieben ist. Da versteckt sich sehr klar Ihr Marxismus. Und Herr Marx haben Sie ja auch gestern wieder entsprechend erwähnt. Und das ist ja auch in vielen Zeitschriften schon auf Titeln entsprechend drauf gewesen. Und das ist eine gewisse Strategie, jetzt die schwierige Situation der Corona-Pandemie zu nutzen, um hier überkommene Ideen, ja, es ist eine falsche Haltung, die Sie an der Stelle haben, überkommene Ideen wieder das Wort zu reden. Deswegen, meine Damen und Herren, ich will an den Beginn meiner Rede einen großen Dank stellen und ein großes Lob an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gesamten Gesundheitswesen, die wirklich in der jetzigen Zeit eine große, eine herausragende Arbeit leisten. Und das sind Ärzte oder Pfleger. Die sind zum Teil niedergelassen oder sie sind in Krankenhäusern. Die sind selbstständig oder sie sind angestellt. Sie sind in staatlichen oder in privaten Einrichtungen, Krankenhäusern und anderen. Und alle diese Menschen leisten Großes, völlig unabhängig von der entsprechenden konkreten Einstufung. Und unser Gesundheitssystem, wo wir sicherlich im Detail über auch viele kritische Punkte und Einzelverbesserungsdinge reden können. Aber jetzt wollen wir doch mal hier wirklich ehrlich sein. Unser Gesundheitssystem bewährt sich in der aktuellen Situation. Zumindest bewährt es sich deutlich besser als zum Beispiel in Italien. Da haben wir, ich will es nur einmal erinnern, ein staatliches, steuerfinanziertes Gesundheitswesen mit nationalem Gesundheitsdienst. Oder gucken Sie nach Großbritannien. Die sind gerade noch schlimmer dran. Es tut mir auch sehr leid dafür. Dort haben wir ein staatliches Gesundheitswesen. Über Spanien können wir auch reden. Wir wissen dort überall, relevant ist nämlich nicht, ob das staatlich hilft überhaupt nichts an dieser Stelle, sondern relevant ist die Bettenzahl. Und die ist ganz deutlich dort in Großbritannien und in Italien niedriger. Also zu glauben, eine Verstaatlichung würde irgendeinen positiven Effekt haben, hat mit den Fakten wirklich nichts zu tun.
Und deshalb, Herr Schalauske, ist auch nichts falscher als der Satz, den ich aus Ihrem Antrag habe, wo Sie schreiben, ich darf zitieren, die Corona-Pandemie belegt erneut, dass Gesundheitsversorgung nicht dem Markt und der Aktiengesellschaft überlassen werden darf. Nein, Herr Schalauske, Sie haben die erstaunliche Eigenschaft, sich wirklich nicht durch Fakten verwirren zu lassen. Welches Land mit Staatsmedizin hat sich eigentlich besser geschlagen als Deutschland? Nennen Sie es doch, Sie können auch einmal in der zweiten Runde reingehen, Sie werden keins finden. Und jetzt, meine Damen und Herren, vielleicht erwähnen Sie noch Venezuela, es gibt ja noch so einige. Und deswegen ist die ganz klare Botschaft, die Privatisierung, damals einer Landesregierung, an der wir gar nicht beteiligt waren, aber von uns auch konstruktiv, kritisch wie immer begleitet, die war, ist und bleibt richtig. Sie hat Investitionen ermöglicht, die in dem Umfang niemals möglich gewesen wären. Sie hat mindestens einmal einen Standort in Mittelhessen gerettet. Sie hat mit der Partikeltherapieanlage eine neue Anlage dort ermöglicht, die niemals da wäre, wenn es die Privatisierung nicht gegeben hat. Und sie hat natürlich auch Synergieeffekte gehoben. Und zur aktuellen Situation. Zur aktuellen Situation. Wir hatten Mitte Januar ein Treffen. Herr Schalauske, Sie waren ja selbst da. Da haben Sie gesagt, die Zahlen der Geschäftsführung glauben Sie nicht. Natürlich, Sie glauben Zahlen nie, wenn sie Ihren Behauptungen nicht entsprechen. Das ist aber mehr Ihr Problem als Problem der Zahlen. Und dort wurde ganz klar dargelegt, dass es nicht mehr Probleme gibt als bei vergleichbaren Häusern. Machen wir mal konkret die Überlastungsanzeigen. Die sind von 2018 auf 2019 von 241 auf 170 zurückgegangen. Und sie sind, jetzt können wir sagen, sind 170 noch viele, in den letzten fünf Jahren, 2015 bis 2019, lagen sie in jedem Jahr, selbst in dem höchsten davon, unter 0,5% der entsprechenden Schichten. Nur mal das Universitätsklinikum Frankfurt hat mehr Fälle bei ungefähr der Hälfte der Größe. Münster hat bei ähnlicher Größe wie UKG ungefähr viermal so viele Fälle. Wir liegen im unteren Drittel der Krankenhäuser mit den entsprechenden Werten. Bei den Überstunden 2017 bis 2019 sind die Werte stabil. Und also keine kontinuierliche Erhöhung durch Personalabbau, wie Sie gerne im Antrag und an anderen Stellen behaupten. Und im Übrigen ist 2019 die Überstundenzahl durch Personalaufbau im Bereich der Pflege sogar reduziert worden. Da wurde nämlich die Zahl der Vollzeitkräfte gesteigert, und sie wurde stärker gesteigert, als die Zahl der stationären Fallzahlen gestiegen ist. Und zu den Überstunden noch einmal. Wir sind doch hoffentlich alle der Meinung, dass Tarif etwas Gutes ist, Tarifpartner, die sich miteinander unterhalten, und nicht, dass die Politik das macht. Und die Anordnung und Vergütung, die ist tarifvertraglich geregelt. Und bis heute sind uns keine Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz bekannt oder in irgendeiner Form sanktioniert worden. Wo, bitte schön, Herr Schalauske, ist der Notstand, den Sie hier an dieser Stelle proklamieren? Und um das noch einmal sehr zu verdeutlichen, man kann jetzt immer bei jedem dieser Rankings sagen, ist dieses genau das Richtige oder nicht, aber in der Fokus-Deutschland-Liste der 1.000 Kliniken, da ist UKGM seit fünf Jahren immer unter den 20 besten Kliniken. Und dann reden Sie hier so, das sei ja so alles so schlimm und so schlecht, die entsprechende Lage. Ich habe etwas anderes gemerkt bei dem Termin. Sie haben hier gerade davon gesprochen, von mangelnder Anerkennung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hier an diesem Pult gerade. Die Mitarbeiter dort sind verärgert über das politische Negativ-Campaigning, was auf ihrem Rücken stattfindet, aus ideologischen Gründen, was Sie hier an der Stelle wieder gemacht haben. Ich fordere Sie wirklich auf, das sein zu lassen, Herr Schalauske. Über das Stöckchen. Die konkrete Übernahme, ob Konzern A oder B dort eine Mehrheit hat, das jetzt politisch zu kommentieren, über das werde ich nicht springen, weil uns das gar nicht angeht. Die Rolle der Politik ist nämlich die, Standards zu setzen und diese zu kontrollieren und nicht im Übrigen selbst alles als Staat betreiben zu müssen. Und nach dem, was ich hier an Qualitätskriterien vorgelesen habe, kann ich aus den Zahlen nichts erkennen, wo hier Standards entsprechend nicht eingehalten worden wären. Und dann sagen Sie in Ihrem Antrag auch völlig falsches Bild, schreiben Sie, die Bedingungen für die Patientenversorgung, für Forschung und Lehre würden sich noch weiter verschlechtern. Damit sagen Sie ja schon, implizit wollen Sie auch sagen, sie sei schlecht. Das ist schon einmal komplett falsch. Und sie ist insbesondere eher besser als in vergleichbaren Häusern. Und ich sehe auch nicht, warum und wie sich das durch eine Übernahme, von der wir ja gar nicht wissen, von wem und ob und wie sie stattfindet, sind nur Angebote, ändern würde. Interessant ist aber auch, dass Sie die echten Probleme, die da sind, aufgrund dieser ideologischen Überformung völlig ignorieren. Nämlich, die liegen in Berlin.
Da sind z.B. die Systematik der Fallpauschalen. Die ist nämlich nicht ausgereift. Ein Universitätsklinikum hat typischerweise schwerere Fälle. Die Fallpauschalen gehen aber über alle drüber. Und hier haben wir massive Probleme. Die müssten wir in Berlin lösen. Aber dazu haben Sie hier an der Stelle auch kein Wort gesagt, genauso wie zum Fachkräftemangel. Und da müssen wir uns mal über eine sinnvolle Zuwanderung unterhalten. Und wir müssen uns auch darüber unterhalten, wie wir mit der Digitalisierung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Zeit für die eigentliche Patientenversorgung geben würden. Das sind Punkte. Die Kollegin Pürsün macht das regelmäßig bei den gesundheitspolitischen Debatten. Da müssen wir entsprechend hin. Aber hierunter leiden alle Kliniken. Das ist kein Spezifikum des UKGM. Und insbesondere hat es nichts zu tun mit der Frage einer privaten oder öffentlichen Trägerschaft. Und meine Damen und Herren, und zugleich erwähnen Sie dann auch noch Sondereffekte. Stimmt auch. Wir haben dort zugleich Forschung und Lehre. Und deswegen haben wir auch eine Trennungsrechnung. Und das ist auch kompliziert. Ja, und da gibt es auch Dinge im Detail. Da haben wir uns auch noch mit den CDU-Ministerinnen und Ministern durchaus auch konstruktiv auseinandergesetzt an der Stelle. Und da mag man auch manches etwas verbessern können. Aber das liegt in der Systematik. Und da kann man dann in die Inhalte und in die Details einsteigen, wenn mehrere am Krankenbett stehen. Was ist dabei Patientenversorgung und was ist Forschung und was ist Lehre dabei? Aber das sind lösbare Probleme und es sind Detailprobleme und es sind keine Grundsatzfragen. Und nun noch einmal zu den Unternehmen. Sie haben ja gleich mehrere genannt. Ich will zu den Namen gar nicht eingehen. Aber ich will ein grundsätzliches etwas insoweit sagen. Sie erwähnen es kritisch, dass es überhaupt Unternehmen gibt, die in der Gesundheitsbranche an dieser Stelle aktiv sind. Ich bin froh, dass wir Unternehmen haben in Deutschland und in Hessen, die in der Gesundheitsbranche aktiv sind. Ich höre doch jetzt immer, gerade in der aktuellen Situation, wir würden uns freuen, viel mehr Dinge wären nicht nur international in China, sondern wären auch in Deutschland. Ich bin ein großer Verfechter der Globalisierung, aber ich freue mich um starke Unternehmen, die wir in Hessen haben. Und dann sollten wir diese Unternehmen nicht als Feind sehen, sie nicht als Negativbilder darstellen. Wir sollten uns freuen, dass wir solche Unternehmen hier haben. Wir sollten uns freuen, dass wir gute, starke Unternehmen in vielen Branchen, auch im Gesundheitsbereich, hier in Hessen haben. Deswegen, Herr Schalauske, Ihr Antrag führt, ich hatte es leider befürchtet bei dem Titel, ellenlangen Titel, dieser getretene Quark wird breit nicht stark, sagte schon Goethe. Aber das war so ein Angriff. Dieser Angriff führt ins linke Abseits. Aber da Sie ja schon gestern auf Karl Marx hingewiesen haben, wissen Sie, schon Henry Kissinger wusste, der Kommunismus findet nur da Zulauf, wo er nicht herrscht. Und das ist auch, und das ist, meine Damen und Herren, denn ist ja klar, die Menschen dort haben das nämlich kapiert, was dort ist. Und Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Man kann das hier auch für die Staatsmedizin sagen. Die Streite Staatsmedizin findet auch nur dort Zulauf, wo sie nicht herrscht. Marx ist eben Murks, und daran endet auch Corona nichts. Danke schön. Danke schön, Herr Dr. Büger. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Dr. Bartelt das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Antragsteller fordert wiederholt, Krankenhäuser ausschließlich in öffentlicher Trägerschaft zu führen. Wir wollen dagegen die Trägerschaftsvielfalt erhalten. Jeweils ein Drittel der Kliniken befinden sich in kommunaler, frei gemeinnütziger und privater Trägerschaft. Alle leisten einen herausragenden Beitrag zur hochwertigen medizinischen Versorgung kranker Menschen. Sie werden daher in der Investitionsförderung gleich behandelt. Alle Träger sollen das Vertrauen haben, dass dies so bleibt, um die stationäre Versorgung weiterzuentwickeln. Sie erwecken im Antrag den Eindruck, dass die Corona-Pandemie belegen würde, Kliniken in privater Trägerschaft seien weniger geeignet, die Krise zu bewältigen. Das sehen wir ganz anders. Von den 6 Schwerpunktkrankenhäusern, die die stationäre Versorgung der Corona-Patienten koordinieren,
befinden sich drei in kommunaler Trägerschaft, Kassel, Fulda, Darmstadt, zwei in privater Trägerschaft, UKGM Wiesbaden und eben die Universitätskliniken Frankfurt am Main. Alle leisten hervorragende Arbeit und garantieren, dass jeder schwerkranke Patient optimal behandelt wird und dass wir Bilder wie in Italien eben nicht haben. Diese Schwerpunktkrankenhäuser haben jetzt auch eine besondere Verantwortung, wenn Elektiveingriffe in den Kliniken wieder erlaubt sind. Durch ihre Koordination wird auch weiter sichergestellt, dass ausreichend viele Intensiv- und Beatmungsbetten für schwerkranke Corona-Patienten frei bleiben. Zu den UKGM ist noch zu ergänzen, dass eine praxisorientierte Web-App für den Bürger durch KI entwickelt worden ist. Zudem haben Sie als Teil des Deutschen Zentrums für Lungenkrankheiten eine internationale Expertise. Alle koordinierenden Kliniken, so auch die UKGM, leisten einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise. Der mögliche Verkauf von Anteilen der Rhön AG an Asklepios erzeugt beim Antragsteller die Sorge, dass künftige Vereinbarungen zwischen dem Land und dem Träger der Kliniken nicht mehr gelten. Ich will darauf gerne differenziert eingehen. Die Argumentation aber von den LINKEN ausgerechnet ist schon ein bisschen merkwürdig. Mehr als ein Jahrzehnt haben Sie die Rhön AG als wenig feinfühlig gegenüber Mitarbeitern und Patienten dargestellt. Jetzt heben Sie die Vereinbarung zwischen Land und Rhön AG positiv hervor. Hört, hört. Das Zukunftspapier 2017 enthielt Ausschluss betriebsbedingter Kündigung, Verzicht auf Ausgliederung und Übernahmegarantie für Auszubildende. Die Regierungsfraktionen trugen dies in der letzten Debatte noch gar nicht so lange her, 12. Dezember 2019, vor. Sie sind darauf gar nicht eingegangen. Wir freuen uns, dass Sie dies jetzt wohl anders sehen. Das zeigt, dass der Landtagspräsident in seiner damaligen Funktion und die jetzige Ministerin für Wissenschaft und Kunst hervorragende Arbeit geleistet haben bzw. leisten und dass auch mit einem Klinikum in privater Trägerschaft offensichtlich arbeitnehmerfreundliche Vereinbarungen zu treffen sind. Wenn nun der Einfluss von Asklepios durch Kauf von Anteilen steigt, werden die Regierungsfraktionen die Landesregierung unterstützen, mit dem Träger der UKGM ausführliche Gespräche zu führen über erstens die Vereinbarungen im Zukunftspapier, ihre Garantie, Fortbestand und Weiterentwicklung, insbesondere der Anliegen der Arbeitnehmer. Zweitens die Personalausstattung, insbesondere durch Pflegekräfte. Hierzu eine Anmerkung. Das Bundesgesetz zu Personalstandards verbessert die Qualität der Pflege. Gesetzliche Krankenkassen und Deutsche Krankenhausgesellschaft sollen konkrete Vereinbarungen treffen. Bis dahin gilt die Rechtsverordnung des Bundesministers. Regelungen der Tarifpartner vor Ort sind anzustreben und wünschenswert. Die Übereinkunft, und da nehme ich durchaus einen sachlichen Punkt Ihres Antrages auf, die Übereinkunft von Deutscher Krankenhausgesellschaft, Pflegerat und Verdi sind gute Grundlagen hierfür. Insbesondere gefällt mir daran, dass vereinbart werden soll, dass in der Nachtschicht mindestens zwei Pflegekräfte pro Station vorhanden sind. Das wäre eine erhebliche Verbesserung der Sicherheit der Patienten. Und drittens die Weiterentwicklung der Trennungsrechnung. Es wäre eine gute und vertrauensbildende Maßnahme, wenn sich Asklepios zeitnah entsprechend erklären würde. Geltende Vereinbarungen und Tarifverträge können durch Änderung der Träger natürlich nicht berührt werden. Das genügt aber nicht. Es ist notwendig, dass auch zukünftig diese Ziele gemeinsam getragen werden. Wir unterstützen den Betriebsrat, dass er hier Klarheit und Verlässlichkeit fordert. Da sind wir an seiner Seite.
Meine Damen und Herren, ein letzter, wenn zugegebenermaßen auch nicht neuer Punkt zur finanziellen Ausstattung der Universitätskliniken. Die Unterstützung von Bund und Land für die Kliniken in der Corona-Krise sind für die meisten Kliniken auskömmlich. Die Leistungen für freie Betten und die Erhöhung der Pflegeentgeltpauschale seien exemplarisch genannt. Für Universitätskliniken war dies aber nicht völlig ausreichend. Für Universitätskliniken stellt sich jetzt erneut und dringlich die Frage einer dritten Säule der Finanzierung. Das ist und bleibt eine gemeinsame Aufgabe von Land und Bund. Zusammengefasst, die UKGM sind ein Garant für eine qualifizierte, stationäre medizinische Versorgung. Sie haben sich auch in der Corona-Krise bewährt und hervorragende Arbeit geleistet. Die Verhandlungen der Landesregierung mit einem vielleicht neuen Träger werden von den Regierungsfraktionen unterstützt. Schwerpunkte sind Trennungsrechnung und gute Personalausstattung. Eine nachhaltige Finanzierung durch eine dritte Säule, der politische Einsatz dafür, ist zukunftsorientiert und ist für uns wichtiger als alte ideologische Grabenkämpfe über die Trägerschaft. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Bartelt. Für die AfD-Fraktion hat sich Frau Papst-Dippel zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die durch Corona ausgelöste Krise hat gezeigt und zeigt es noch, dass ein gut ausgebautes Gesundheitswesen mit gewissen Versorgungsreserven sogar dazu geführt hat, dass wir Patienten aus überlasteten Systemen anderer Länder aufnehmen konnten. Und wir haben Spezialisten, zum Beispiel am UKGM, die auch die sehr junge Erforschung der aktuellen Lungenerkrankungen vorantreiben können. Das kann man aktuell der Gießener Allgemeinen entnehmen. Dabei wird es überdeutlich, dass das wichtigste Kriterium hier der Versorgungsbedarf im Gesundheitswesen und nicht etwa eine Gewinnerzielung ist. Es ist richtig und wichtig, dass Wirtschaftlichkeit in allen Bereichen angestrebt werden soll. Jedoch ist die Hochwertigkeit unseres Systems nur ohne Gewinnerzielungsabsicht möglich und in Zukunft gesichert. Das Land Hessen ist in der Pflicht, die bestmögliche Patientenversorgung zu gewährleisten. Die Rechte der Beschäftigten müssen gesichert sein. Und gleichzeitig sollte eine hochwertige medizinische Forschung ermöglicht werden. An dieser Stelle muss auch noch ein Hinweis auf den Krankenhausrahmenplan von 2009 erlaubt sein. Auch hier muss dringend die Überarbeitung abgeschlossen werden, die ja auch schon im letzten Jahr von Frau Dr. Sommer hier im Plenum angemahnt worden ist. Mit der geplanten Übernahme der Rhön AG und des Universitätsklinikums Gießen-Marburg durch den Asklepios-Konzern schließen sich zwei führende Klinikkonzerne hinter dem Marktführer Fresenius Helios zusammen. Im Antrag der Fraktion DIE LINKE wird die sogenannte Change of Control-Klausel genannt, die Ende letzten Jahres ausgelaufen ist. Hier muss die Frage erlaubt sein, warum Frau Ministerin Dorn nicht mit Nachdruck darauf bestanden hat, dass diese Klausel verlängert wird. Es reicht eben nicht, da etwas auszuloten und es dann einfach laufen zu lassen. Schließlich geht es hier um langfristige Konsequenzen für Patienten und Personal und für die Krankenhauslandschaft. Interessant ist hier auch ein Zitat aus den Reihen der CDU von 2012. Der CDU-Politiker Philipp Stompfe sagte Folgendes. In diesem Zusammenhang geht es vor allem darum, dass sich die Landesregierung der Strukturfehler der Privatisierung im Gesundheitsbereich bewusst wird.
Das ist zum einen der Umstand, dass die Renditeerwartungen eines börsennotierten Krankenhausunternehmens nicht mit den Ausgaben eines Universitätsklinikums kompatibel sind. Während eine Aktiengesellschaft die nachvollziehbare Aufgabe besitzt, Gewinne zu erwirtschaften und die Renditeerwartungen ihrer Aktionäre zu befriedigen, steht bei einem Universitätsklinikum die effektive Wahrnehmung von Forschung und Lehre sowie eine gesicherte maximale Krankenversorgung im Vordergrund. Zitat Ende. Hier würde ich nur noch ergänzen wollen, dass es um unabhängige Forschung und Lehre geht. In Bezug auf die Beschäftigten zeigen sich die Gewerkschaften besorgt. Es fallen Worte wie Tarifflucht, weil der Asklepios-Konzern bereits in der Vergangenheit in anderen Kliniken bei Tarifverhandlungen eher negativ aufgefallen sein soll. Oft geht es bei Konsequenzen darum, mehr Einsparpotenziale zu finden, und so werden z. B. bestimmte Bereiche aus den Klinikbetrieben ausgegliedert. Üblich ist das im Bereich der Küche und des dortigen Personals. Aber auch das Konzept der Ausgliederung in eigene GmbHs kann auf Therapeuten und Reinigungspersonal ausgeweitet werden. Hier hat sich an anderen Stellen eine Diskussion über Hygieneprobleme zu Überlegungen geführt, doch das Reinigungspersonal wieder einzugliedern. Jetzt muss ich leider noch ein Blatt holen. Ich habe genug Zeit. In der Abwägung der genannten Punkte und im Hinblick auf den eingangs festgestellten Dreiklang von bestmöglicher Patientenversorgung, der Sicherung der Rechte der Beschäftigten und der Ermöglichung unabhängiger, hochwertiger medizinischer Forschung war die Privatisierung des UKGM höchstwahrscheinlich doch ein Fehler, auch im Hinblick auf weitere absehbare Entwicklungen unseres Gesundheitswesens, besonders in der Krankenhauslandschaft. Die Grundversorgung eines hochwertigen Gesundheitssystems sollte in staatlicher Hand liegen. Hier geht es schlicht um den Bereich der Daseinsfürsorge im Land. Danke sehr. Danke, Frau Papst-Dippel. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat sich Herr May zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Das Universitätsklinikum in Gießen und Marburg mit den beiden medizinischen Fakultäten sind ganz wichtige Stützen für die Region Mittelhessen. Und zwar nicht nur, weil sie Leuchttürme der Gesundheitsversorgung sind, weil sie Leuchttürme im Bereich medizinischer Forschung und Lehre sind, sondern ich glaube, dass sie auch eine ganz wichtige strukturbildende Funktion für die Region Mittelhessen haben. Und ich würde sogar so weit gehen, das Universitätsklinikum Gießen-Marburg mit den beiden medizinischen Fakultäten, die bestimmen schon fast ein bisschen das Selbstverständnis der Region Mittelhessen. Von daher ist es richtig, dass wir als Landtag dort immer wieder intensiv darüber debattieren und die Interessen vom Universitätsklinikum Gießen und Marburg immer wieder intensiv in den Blick nehmen. Und von daher haben wir als Regierungskoalition in der vergangenen Wahlperiode und auch in dieser immer wieder Augenmerk darauf gelegt, dass wir die Sicherung und Entwicklung des UKGM weiter voranbringen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir uns mit den Sorgen und Nöten der Beschäftigten intensiv auseinandersetzen, dass wir diesbezüglich auch einen kritischen wie auch konstruktiven Dialog mit dem privaten Eigentümer des Universitätsklinikums suchen. Und deswegen können wir natürlich vollumfänglich nachvollziehen, wenn die Beschäftigten Sorgen haben, wie es an ihrer Arbeitsstelle jetzt weitergeht in einer Situation, in welcher die Struktur der Eigentümerschaft des UKGM in unübersichtlicher Bewegung ist. Und genau deshalb ist es so, wir suchten und suchen immer wieder die Gespräche, die Verhandlungen mit dem privaten Betreiber des UKGM, gerade um die Investitionen am UKGM voranzubringen, um die Forschung zu stärken, um die Lehre zu stärken, um die Situation der Beschäftigten in den Blick zu nehmen.
Wir sehen uns hier in der Verpflichtung, tätig zu werden, und haben das in der Vergangenheit getan und werden das auch weiter tun. Ich bin Staatsministerin Dorn sehr dankbar dafür, dass sie in dieser Frage so engagiert unterwegs ist. Und ich sage auch ganz klar, der Verhandlungsweg ist der richtige Weg. Und wer hier heute sagt, das, was die Landesregierung an dieser Stelle macht, sei nicht der richtige Weg, der muss sich auch die Gegenfrage gefallen lassen, was ist denn Ihr alternatives Rezept? Und da gibt es sozusagen die Möglichkeit Linkspartei. Da wird mal gesagt, ja, man könnte ja auch enteignen oder verallgemeinern, so wie es gerade passt. Übrigens nur gegen Entschädigung und nach Gesetz. Also das mal so, so im Antrag so als eine Möglichkeit unterzumischen, scheint mir etwas unterkomplex. Oder man kann es so machen wie die SPD-Opposition und sagen, na ja, ihr müsst irgendwie mal machen. Wir wissen zwar nicht so genau, was wir an euch kritisieren wollen, aber irgendwie passt uns das nicht. Alles ungefähr irgendwie zu wenig, aber wir sind irgendwie dagegen. Und von daher müssen Sie sich schon die Frage gefallen lassen, ob Sie jetzt sozusagen das Rezept Linkspartei kopieren wollen oder ob Sie dort eine eigene Antwort haben. Unsere Antwort ist immer, wir suchen die Verhandlungen mit dem privaten Betreiber. Wir sind immer bereit für Gespräche. Wir suchen den Verhandlungsweg, und da wollen wir möglichst viel für die Beschäftigten, für Forschung und Lehre rausholen. Wir haben das in der Vergangenheit gezeigt, indem wir uns die brachliegende Partikeltherapie darum gekümmert haben und indem wir das Zukunftspapier für die Weiterentwicklung der mittelhessischen Universitätsmedizin hier auf den Weg gebracht haben. Dazu haben wir alle Hebel genutzt, die uns zur Verfügung standen, und haben damals eben ein sehr komplexes Gewirr auseinandergezurrt, was die Frage Investitionen, was die Frage Trennungsrechnung angeht, haben wir das auseinandergenommen, um dort eben etwas für die Beschäftigten zu erreichen, um Investitionen für das UKGM zu erreichen, um etwas für die medizinführenden Universitäten zu erreichen. Das war sehr viel Arbeit. Seinerzeit wurde das hier im Haus, ich erinnere mich lebhaft, nicht so gut gefunden. Von daher freue ich mich, Herr Schalauske, dass das heute Teil Ihres Antrags geworden ist, dass Sie sagen, das war damals eine richtig gute Initiative von CDU und Grünen. Die wollen wir weiterführen. Ja, ganz so steht es nicht da. Ich habe das jetzt mal so aus dem Gedächtnis wiedergegeben. Die Änderungen sind ganz marginal. Aber im Wesentlichen haben Sie das eben gerade auch wieder gesagt. Sie wollen das, was CDU und Grüne gemacht haben, wollen Sie weiterhaben. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Das wird versucht zuzudecken mit viel schäumender Kritik. Aber es gilt immer, umso markiger die Worte von SPD und Linkspartei sind, umso weniger ist, was sie inhaltlich beizutragen haben. Wir gehen ja gern mit Ihnen in Wettstreit um Ideen, wie wir am besten das UKGM voranbringen können. Aber an diesem Wettstreit beteiligen Sie sich ja leider nicht. Kein Vorschlag von SPD und Linken, wie es genau weitergehen soll. Und in dieser Debatte ist auch mehrfach die Change-of-Control-Klausel adressiert worden. Diese Klausel hat bekanntermaßen ein Ablaufdatum. Und da ist auch interessant zu sehen, wenn man sich die Debatte vom Dezember 2019, also gar nicht so lange, anschaut, da war das in den Redebeiträgen der SPD auch gar kein Thema. Also die hat ein Ablaufdatum, und die Landesregierung hat dieses Ablaufdatum im Blick gehabt und hat sich dort mit den Vertragspartnern verständigt. Nun hat das, wie wir ja der Zeitung entnehmen konnten, nachdem ein dringlicher Berichtsantrag ausnahmsweise schriftlich zur Verfügung gestanden hatte, Teil des Berichtsantrages dann auch in der Presse waren, hat das nicht gefruchtet. Man kann jetzt natürlich darüber spekulieren, was vielleicht die Motivlage des privaten Partners war, sich hierauf nicht einzulassen. Aber das bringt nichts. Jedenfalls ist diese Klausel nicht einseitig verlängerbar. Ich glaube, so viel ist klar. Oder gibt es hier Widerspruch? Zweite Frage, die man mal klären müsste, ist, dass hier behauptet wird, das Land Hessen, das ist die Ziffer 7 des SPD-Antrags, die Landesregierung,
die Gelegenheit verstreichen ließ, das UKGM zurückzukaufen. Von daher finde ich das etwas irritierend, dass die SPD, obwohl sie die Möglichkeit hätte, hier nicht nach vorne geht, um ihren Antrag zu begründen, sondern da lieber ganz ans Ende der Debatte geht, um das möglichst nicht in der Debatte erörtern zu müssen. Weil das müssten Sie mal erklären. Wann war denn diese Gelegenheit? Wann war denn das Kaufangebot an das Land Hessen, dass wir das UKGM zurückkaufen sollten? Das sollten Sie mal beantworten in Ihrem Redebeitrag. Sie wissen nämlich ganz genau, dass beides nicht zutreffend war. Ist der Fall, dass die Change-of-Control-Klausel eingetreten ist. Das war keine willkürliche Option, die wir irgendwann einmal hätten nutzen können, sondern das war an eine Bedingung geknüpft. Und diese Bedingung ist nicht eingetreten. Und von daher fordere ich Sie auf, nicht in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, dass es hier ein Verkaufsangebot an das Land Hessen gegeben hätte oder dass die Change-of-Control-Klausel eingetreten wäre. Beides ist nicht der Fall. Das müssen Sie, wenn Sie das in der Öffentlichkeit behaupten, müssen Sie das hier belegen. Sie können es nicht, und ich fordere Sie auf, das hier richtigzustellen, weil so kann man nicht in der öffentlichen Debatte miteinander umgehen. Wir als CDU und GRÜNE bleiben bei unserem Kurs und stützen die Anstrengungen von Ministerin Angela Dorn, auf dem Verhandlungsweg Verbesserungen zu erreichen für die Investitionen in das UKGM, für Sicherheit, für die Entlastung für die Beschäftigten, für Verbesserungen bei Forschung und Lehre. Wir nehmen die Sorgen der Beschäftigten sehr ernst. Wir sind bereit, über alle Hebel, die wir haben, hier Einfluss zu nehmen. Und von daher sage ich, was das UKGM braucht, ist, dass wir als Landesregierung, dass wir als Landespolitik dort gemeinsam für die Interessen der Beschäftigten eingehen. Dazu nützen Sie Spiegelfechtereien nicht. Und ein Punkt, der auch in der Debatte aufgeführt worden ist, auch da schönen Gruß an die an der Bundesregierung beteiligte SPD. Dafür bräuchte es einen Systemzuschlag. Da greife ich gern das auf, was Dr. Bartelt eben gerade gesagt hat. Das bräuchten die Universitätskliniken allesamt. Und ich glaube, das wäre das, was unsere Universitätskliniken und die auch in Gießen und Marburg voranbringen würde. Vielen Dank.